So, ich habe mir gedacht, ich zeige euch, wie ihr noch ganz schnell, sozusagen last minute, eine kleine Tischdeko oder Weihnachtsdeko machen könnt. Ihr braucht ein leeres Glas, ein bisschen Weihnachtsdeko. Ich habe jetzt so einen kleinen Holzstern von letztem Jahr, einen Tannenzapfen, die könnt ihr natürlich draußen sammeln, einen Apfel aus Kunststoff. Ihr könnt auch getrocknete Apfelscheiben, getrocknete Zimtstangen, Beeren, Zweige, was ihr da habt, benutzt es einfach. Hier seht ihr so kleine beflockte Tannenzapfen und Kunstschnee. Wenn ihr keinen Kunstschnee habt oder den auch nicht kaufen wollt, nehmt grobes Salz. Geht auch. Oder Zucker, feines Salz, grobes Salz, Meersalz. Nehmt, was ihr wollt. Ganz einfach. Ihr müsst jetzt auch keine Tannenzapfen nehmen. Nehmt, was ihr zu Hause habt, was ihr auf der Straße oder im Wald unterwegs findet, was euch gefällt. Nehmt euer Glas, euren, in meinem Fall Kunstschnee. Hoffe ich, dass das auch funktioniert, weil ich kann nicht beides gleichzeitig. Ich kann nicht gucken und die Kamera. Ja. Und tut hier einfach Schnee rein. Oder Salz oder Zucker oder was auch immer. So viel wie ihr wollt. Ich halte es mal so ein bisschen. Ihr seht, ich habe hier schon gesaut. Genau, das passt von der Höhe. Jetzt nehmt ihr einfach. Das ist komisch, wenn man durch die Kamera tapst. Euren Tannenzapfen. Platziert den hier schön. Oder was auch immer ihr da jetzt benutzt. Nehmt euren Apfel. Oder eine Orangenscheibe, eine getrocknete Apfelscheibe. Was ihr wollt, eine Figur. Setzt die mit da rein. Und wenn ihr wollt, könnt ihr jetzt natürlich noch weiter dekorieren. Ich habe jetzt noch die kleinen Tannenzapfen. Die packe ich mal so dahin, dahin. Einfach so reingeschmissen. Das soll jetzt nicht so gesetzt aussehen. Das soll einfach so zufällig schön aussehen. Außer den kleinen Stern, den müssen wir natürlich ein bisschen schön drapieren, weil der ein bisschen arg mini ist. Wurstfinger. So, und schon. Euer Weihnachtsglas fertig. Total schnell, simpel. Wenn ihr das mit Salz macht und natürlich gefundenen Tannenzapfen, kann man sagen, es ist sogar schon umsonst. Wartet mal, ich habe hier noch eins. Ja, total einfach, schnell gemacht. Auch als Geschenk. Wenn ihr jetzt hier noch so einen Zweig habt oder irgendwas, schön dazwischen gelegt. Und schon habt ihr eine Weihnachtsdeko. Ich wünsche euch viel Spaß beim Nachmachen. Schöne Weihnachten und ne, bis bald.